Ja, ich habe einen der bekanntesten Gastronomen hier in Linz, den Josef Gassner vom Klosterhof. Das ist wirklich ein Traditionswirtshaus. Und das Schöne ist das, man sieht es vielleicht hier im Hintergrund, willkommen im Winterland. Er hat den ganzen Gastgarten geschmückt mit Dutzenden Tannenbäumen, mit vielen roten Kugeln. Also wer das Weihnachtsfeeling haben will, der soll da mal vorbeischauen. Denn leider Gottes, in Linz gibt es keine Christkindlmärkte. Da wurden alle abgesagt, aber wie gesagt, ab heute, ich glaube 16 Uhr hast du gesagt, ab heute 16 Uhr kann man hier hingehen und ein bisschen Weihnachtsfeeling genießen. Ihr habt ja seit heute erst geöffnet. Was sagen eure Gäste, die bis dato gekommen sind, nach diesem langen Lockdown, von Gastro-Lockdown dauerte ja 4 Wochen hier in Oberösterreich, was sagen die Gäste? Die meisten sagen, wir freuen uns wahnsinnig, dass wir euch wiedersehen, also wie Freunde, die man wieder trifft. Und ja, und die meisten sagen, bitte sperrt so schnell wie möglich den Winterwald auf, dass wir wenigstens ein bisschen ein weihnachtliches Feeling kriegen können. Ihr habt es ja schön, ich weiß, beim Christkindlmarkt in der Stadt Salzburg zum Beispiel, da gab es bis dato nur Punsch und Glühwein, aber leider Gottes ohne Alkohol. Hier hat man die Möglichkeit, Punsch, Glühwein mit Alkohol, das passt alles, hoffe ich. Ja, ganz normal. Ich werde mich da nachher noch überzeugen. Ja, wie gesagt, die Gastronomie hat jetzt geöffnet und das ist natürlich ein Traum. Jetzt noch eine Frage an dich bitte, lieber Josef. 2G, wie nehmen das die Leute an? Wie wird das bei euch kontrolliert? Was dürfen sie tun? Wie schaut es aus? Wie ich zuerst reingegangen bin, habe ich ja gesehen, einen Blick in die Gaststube. Da sitzen sie ohne Maske, aber reingehen. Aber erklär uns du das bitte mal. Ja, die Gäste kommen an. Das, mit der Maske kommen dann zu uns zur der Rezeption, also zum Desk. Dort müssen sie einen 2G vorweisen, also geimpft oder genesen. Und das wird dann kontrolliert mit Personalausweis. Die Gäste werden dann registriert und werden dann zum Tisch gebracht. Und am Tisch können sie dann die Masken abnehmen. Sehr gut. Und wie nehmen das die Gäste eigentlich auf? Unproblematisch. Ich glaube, die Gäste sind froh, wenn sie ein bisschen rauskommen, wenn sie wieder mal was essen können, was trinken können. Ja, und vor allem, dass sie wieder mal andere Freunde und so treffen können auch. Das war jetzt das absolute Stichwort, denn wirklich nach so einem langen Lockdown sind die Leute extrem froh, dass sie eben wieder sich mit Freunden treffen können, eine Kleinigkeit essen oder gemeinsam ein Bier oder einen Glühwein trinken. Das gehört einfach dazu und der Glühwein und der Punsch natürlich zur Weihnachtszeit. Und hier im Klosterhof, es ist wirklich traumhaft, ich habe mir das zuerst wirklich angeschaut. Es ist einfach nur schön und weihnachtlich und ich glaube, ich werde jetzt mit dir einen Punsch trinken in diesem Winter Wonder Wald hier in Linz.